David Storl, Dennis Lefke und Patrick Müller gehören zum neu gegründeten mitteldeutschen Kugelstoßteam im SCDHFK Leipzig. Das teilten Storl und Lefke am 14. Januar bei einem Pressetermin mit. Müller fehlte ausbildungsbedingt. Das Team will die Kräfte am Ort bündeln, einheitlich bei Wettkämpfen auftreten, den Nachwuchs besser fördern und künftig auch einen Kugelstoßwettbewerb in Leipzig etablieren. Unterstützt wird das Trio von Bundes- und Heimtrainer Wilko Schaar. Nächstes Ziel: die deutschen Hallenmeisterschaften in Chemnitz. Storl hatte auch schon für das Kugelstoßmeeting in Rochlitz zugesagt.